Moin Freunde, willkommen bei mir im Wohnzimmer und heute machen wir ein neues Update. Heute haben wir den 13.04. Ich glaube, das letzte Update war am 25.03. Es hat sich einiges getan. Ich habe zwischendurch mal jetzt keine Videos gemacht, aber da das Wetter im Moment nicht zulässt, dass wir irgendwie draußen anfangen zu grillen und sonstige Sachen, ich bereite langsam die Hochbeete vor, habe noch ein paar Speiskübel geholt, die kommen auf den Balkon, da kommen die Melonen, ich will den ganzen Balkon zupflanzen und ich habe jetzt Wassermelonen vorgezogen, die zeige ich euch gleich, die sind oben bei Elias im Zimmer und wir haben hier im Hintergrund, Elias, haben wir oder ziehen wir gerade die Flaschenkürbisse vor, damit wir die Wassermelonen auf die Flaschenkürbisse veredeln können. Ich zeige euch das mal eben hier an der Seite. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Doch, da kommt einer raus. Die habe ich jetzt alle am 11.04. gepflanzt. Hier habe ich nochmal Flaschenkürbis und eine Wassermelone, die Red Star, gepflanzt zusammen. Sind im Moment noch abgedeckt, stehen auf der Heizung. Die Kerne von dem Flaschenkürbis zeige ich euch gleich mal. Die sehen ganz anders aus als vom normalen Kürbis oder Wassermelone. Die habe ich vorher 24 Stunden quellen lassen im warmen Wasser und dann habe ich sie alle gepflanzt. Warum ich die Wassermelone vorgezogen habe, die Wassermelone, die braucht ein bisschen länger, dass der Stiel so ein bisschen dicker wird und der Flaschenkürbis, der wächst einfach viel, viel schneller. Deswegen habe ich 7 Tage später den Flaschenkürbis gepflanzt. Der braucht so ungefähr 3 Tage, bis er anfängt, dann zu keimen und zu wachsen. Wir gehen mal hoch. Ich habe parallel noch einen Flaschenkürbis gepflanzt, parallel zu den Wassermelonen, also am gleichen Tag, um euch mal zu zeigen, ja, wie der Verlauf da ist. Wir gehen jetzt einfach mal hoch. Freunde, angekommen bei Elias im Zimmer. Die Pflanzen sind zwischenzeitlich hin und her gezogen. Waren oben bei David im Zimmer, jetzt sind sie wieder bei Elias. Ich habe zwischendurch renoviert. So, ich zeige euch mal so ein paar Pflänzchen. Also diese Pflanze, die möchte ich dann veredeln, weil das war die, wo ich die Hauptwurzel beschädigt habe. Und das, was ich jetzt bis jetzt erfahren habe, wenn die Hauptwurzel beschädigt ist, habe ich schon mal erzählt, die Pflanze wird wachsen, wird sich entwickeln, aber die wird keine Früchte tragen. Deswegen werde ich diese dann später veredeln. So, ich habe das extra hier halt mit so einem Stern am Becher markiert, das ist immer ganz praktisch. Das sind 4 verschiedene Sorten Wassermelonen. Ich muss sagen, am Anfang habe ich es nicht gekennzeichnet, es ist doch einfacher, wenn man die kennzeichnet. So langsam muss ich mir so eine Box hier, ich habe lauter verschiedene Samen, das geht ganz schnell. So, und ich habe hier eine gelbe Wassermelone, die ist von außen gelb, von innen rot. Dann habe ich hier den Red Star, den bekommt man ganz häufig überall. Dann habe ich hier die Sugar Baby, die Nummer 3. Und die Nummer 4 ist Crimson Sweet. So. Mach mal das Licht aus, sonst flackert das. Aber man sieht das dann so schlecht, ne? Ja gut, dann müssen wir das Flackern in Kauf nehmen. So, ich habe mal, um genau zu sehen, welche Pflanzen sich ja besser, stärker entwickeln. Und hier sehen wir halt, das ist die gelbe, die entwickelt sich ganz gut. Die Stiele werden langsam schön, ja, kräftig, dick. Ich habe die sofort, nachdem die Köpfe rausgeguckt haben, nachdem die Keimblätter rausgeguckt haben, habe ich sie unter die Lampe gestellt. Und ich sehe, also wir sehen, welche sich dann am besten entwickeln und deswegen sollten wir uns die markieren. Und im Vergleich, also dieser Flaschenkürbis, der hier ist, im Becher, den habe ich zeitgleich gepflanzt. Und ihr seht, es sind schon auch wirklich ganz, ganz, die Blätter sind dicker, der Stiel ist dicker. Und die tollsten, schönsten Pflanzen, sobald das dritte Blatt hier kommt, oder das erste richtige Blatt hier anfängt zu wachsen, werde ich das dann auf den Flaschenkürbis oder auf die Flaschenkürbisse, die da sind, auch dann veredeln. Ich werde verschiedene Methoden versuchen. Ja, hier sind unsere Veredelungs... ja, der ist halt eingetrocknet.
hier vorne, weil der Stiel des Spaghetti-Kürbisses, der ist einfach hohl innen drinne. Das ist beim Flaschenkürbis nicht so. Deswegen nimmt man dann hauptsächlich den Flaschenkürbis, um zu veredeln. Ja, das sind unsere Wassermelonen, die wir alle so ein bisschen früher gepflanzt haben. Hier kommt schon teilweise das dritte Blatt, das richtige. Sind alle ein bisschen höher geworden, aber es ist halt halb so wild. Ich habe die zu früh angefangen zu pflanzen. Aber daraus lernt man und das ist halt fürs nächste Jahr. Das ist auch eine Wassermelone, die hat sich super entwickelt. Wir haben hier auch schon das dritte Blatt. Dicker Stiel, alles gut. Was richtig schnell wächst, was wir auch etwas später pflanzen sollten, ist die Honigmelone. Also die wächst auch richtig toll. Haben auch bereits das dritte Blatt, die habe ich erst später gepflanzt. Und auch, wie gesagt, die ganzen anderen Kürbisgewächse, die wachsen auch etwas schnell. Das ist der Spaghetti-Kürbis, der schon, glaube ich, Blütenansätze. So, das einmal dazu. Jetzt kommen wir einmal zu dem Spaghetti-Kürbis. Das ist der Spaghetti-Kürbis, den nehmen wir, oder der Spaghetti-Kürbis, Flaschenkürbis, den nehmen wir zum Veredeln. Das ist Kalabassen, heißen die auch. Und ich werde auch welche pflanzen, um mal zu sehen, dass ich meine eigenen Samen bekomme, um fürs nächste Jahr die Pflanzen zu veredeln. Und die Kerne sehen ganz, ganz anders aus als bei einem normalen Kürbis. Ne, die sehen schon etwas anders aus. Und wie gesagt, der steht hier noch schon mal, der wird genommen, um zu veredeln. Wolltest du was sagen, Elias? So, und wie gesagt, ich habe hier die Wassermelonen, hier haben wir noch eine Honigmelone F1. Die F1-Sorten müssen nicht unbedingt veredelt werden, weil die sind halt diese Hybrid-Sorten, genauso wie die gelbe hier, das ist auch eine F1. Hier sieht man das toll. Die müssen nicht unbedingt veredelt werden, weil die von Haus aus schon ein bisschen resistenter sind. So, Physalis haben wir gepflanzt, wie ich jetzt mittlerweile mitbekommen habe, etwas spät, aber schauen wir, was draus wird. Die sind oben bei David. Die kommen ins Hochbeet und die Gurken kommen ein bisschen später, weil auch alles Kürbisartigen und die wachsen etwas schneller. Hier haben wir auch einen F1 Hybrid, ein Tipp von meinem Vater. Er sagt, er macht das schon, er benutzt die Sorte schon etwas länger und er sagt, jede Blüte eine Gurke. Da werden wir mal schauen. So, was haben wir noch genommen? Zum Gießen habe ich mir hier so Gießaufsätze besorgt. Ganz günstig, ich glaube 1,50, 3 Stück im Internet. Und ja, Pflanzlampe, die Melonen. Jetzt werden einige vielleicht von euch, die sich damit auskennen, sagen, ah, warum hast du die alle zusammengepflanzt? Ja, normalerweise werden die einzeln gepflanzt. Da ich diese aber zum Veredeln nehmen möchte, werden die eh abgeschnitten oder rausgeholt und dann. Man sieht schon, wie die Wurzeln. Siehst du das? Ja. Kräftige Wurzeln. Die werden eh die meisten davon abgeschnitten. Oder wenn ich halt eine andere Veredelungsmethode nehme, werden die mit dem. Ich habe manche Flaschenkürbisse habe ich etwas näher an den Rand gepflanzt, so dass ich die umtopfen kann und die Wassermelone mit daneben pflanzen kann. Veredeln mit dieser Zungen oder keine Ahnung, wie das genau heißt, der Fachbegriff. Also die Stiele werden miteinander veredelt und irgendwann wird die Wassermelone gekappt und dann ernährt sie sich von dem Flaschenkürbis. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich ihn dann da rauszupfe und zusammenpflanze. Das ist ja nur für die ersten paar Tage. Ja, Freunde, das ist unser Update. Am 13. April, ich möchte die Pflanzen soweit fertig haben. Schreibt mir, wenn ihr das sehen möchtet, diese Veredelungsgeschichte. Dann nehmen wir euch mit, dann zeigen wir euch das. Und ich möchte bis zum 15., 16. Mai fertig sein mit der ganzen Pflanzenfortzucht. Und Tomaten werden noch gepflanzt. Schöne Grüße an den Markus von Barbecue Leaks, wenn du das Video schaust.
Tomaten werde ich jetzt auch noch pflanzen. Mal schauen, ob was draus wird. Ich habe eher so kleinere Sorten und möchte ich dieses Jahr mal testen. Und ja, die haben so 5 bis 30 Gramm, 15 bis 20 Gramm, eher kleinere Sorten. Die Chilis sind auch gut gewachsen, die sind oben, die habe ich umgetopft in größere Töpfe. Und ja, wir werden mal weitermachen und holen euch so in, denke mal, ja, das nächste Mal, wenn wir anfangen zu veredeln, wenn unsere Flaschenkürbisse soweit sind und ja, Plätze schaffen, Hochbeete anlegen, Radieschen wollen wir jetzt pflanzen, da holen wir euch dabei. Freunde, bis zum nächsten Video, bis dahin.